Jurassic Park 3 ist ja definitiv kein Meisterwerk. Ich glaube, das wissen wir inzwischen alle. Ich habe mich ja auf diesem Kanal jetzt schon öfter mit Jurassic Park 3 beschäftigt. Und wir haben es irgendwie so geschafft, zusammen uns den Film ein bisschen runder zu machen. Es gibt bestimmte Szenen, die es nicht ins Drehbuch geschafft haben oder bestimmte Szenen, die im Drehbuch standen, aber nicht für den Film umgesetzt wurden, die das alles ein bisschen besser erklären. Zum Beispiel, warum sich der Spinosaurus verhält wie ein Monster. Da habe ich dir mal hier oben ein Video dazu verlinkt. Da gibt es ganz klare Aussagen und eben auch nachvollziehbare Gründe, warum sich der Spinosaurus so verhält. Das Video ist bei euch ja sehr gut angekommen, deswegen kannst du das auf jeden Fall hier oben nachholen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Des Weiteren haben wir uns auch schon mit der Thematik beschäftigt, was denn die Crew an Bord des kleinen Schiffes am Anfang von Jurassic Park 3 getötet hat. Auch dazu habe ich ein Video, was ich dir in die Kommentare verlinkt habe. Ob der T-Rex, den der Spinosaurus tötet, ob das der gleiche T-Rex ist, den wir eben auch in Jurassic Park 2 als Baby sehen. Auch dazu habe ich dir das Video unten in die Beschreibung verlinkt. Eure Resonanz zu meinen Recherchen zu bestimmten Szenen, die es eben wirklich im Drehbuch gegeben hat oder eben auch einfach nur so Theorien, die ich aufstelle, wie das denn am besten sein kann, wie es am meisten Sinn macht, war durchaus positiv gewesen und ihr habt mir auch wirklich öfter mal geschrieben, ey, so macht der Film wesentlich mehr Sinn und er steigt bei euch sogar in dem Ranking ein bisschen höher. Und ich dachte mir jetzt einfach, schnappen wir uns doch mal die letzten beiden Szenen, die mir jetzt zumindest einfallen, die noch große Fragezeichen auf den Köpfen hinterlassen. Eine dieser Szenen ist die, in der wir sehen, wie Dr. Alan Grant und die ganze Gruppe schon auf der Insel angekommen sind und die suchen nach Eric, finden aber nur den Gleitschirm vom Anfang und da waren ja Eric und Ben Hildebrand dran, und man sieht dann eben, dass Eric nicht mehr da ist und Ben Hildebrand ist aber schon komplett abgenagt und einfach nur irgendwie ein Skelett ohne Beine. Und auch hier kann man dann wieder die Fragen stellen, was ist denn da passiert? Wie ist er denn gestorben? Und hier gibt es eine Antwort zu. Dieses Mal wieder keine Theorie, das ist eine offizielle Antwort. Eine Szene, die im Drehbuch stand, wo man sich dann aber während dem Dreh dazu entschieden hat. Nee, lass die mal lieber raus. Wir quatschen jetzt mal darüber, was genau wir da sehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video losgeht, habe ich hier noch ein kleines Anliegen an dich. Das ist Marco. Marco fährt aktuell eine 7300 Kilometer lange Route mit dem Fahrrad quer durch 16 Bundesstaaten der USA und noch darüber hinaus. Warum er das Ganze macht? Er möchte auf eine Krankheit aufmerksam machen, die viele von uns betrifft, eventuell betroffen hat, die wir zumindest alle kennen. Alleine im Jahr 2018 sind 233.000 Frauen und 265.000 Männer in Deutschland an Krebs erkrankt. Die Krebsforschung ist eine komplizierte Angelegenheit und bedarf einer Menge Unterstützung. Hierbei geht es nicht um irgendeinen Spendenaufruf, sondern lediglich darum, um Reichweite zu generieren. Ich habe mir gedacht, da dieser Kanal es geschafft hat, in kürzester Zeit eine enorme Reichweite aufzubauen, wende ich mich mit diesem Anliegen einmal an euch. Ich habe euch den Link zu Marcos Instagram-Seite unten in der Beschreibung hinterlassen. Da könnt ihr einfach mal draufklicken, euch seine Stories angucken und die einfach so oft teilen, wie es geht. Hierbei geht es um eine Reichweite, die wir generieren wollen. Ich persönlich bin der Meinung, dass gerade im Kampf gegen Krebs alle Wege und Mittel, die uns zur Verfügung stehen, genutzt werden sollten. Das hier ist jetzt mein Mittel, welches ich mir über YouTube aufgebaut habe und das ist mein Anliegen an euch. Ich wäre euch also sehr dankbar, wenn ihr euch seine Seite anschaut, am besten noch ein Abo dalasst und die Reichweite von Marco erweitert. Vielen Dank. Jurassic Park 3 beginnt mit einer Szene, in der wir sehen, dass Ben Hildebrand und Eric, dass die eine Gleitschirmtour machen, eine illegale Gleitschirmtour. Wird dann eben auch nochmal dadurch unterstrichen, dass wir ganz kurz sehen, wie der Bootsfahrer mit dem Fernglas nach oben schaut und dann eben ganz bedenklich so ein Flugzeug anguckt. Und da weiß man eben, okay, das ist die Küstenwache. Also die Insel ist eigentlich komplett abgesperrt, sowohl der Flugraum, wie wir auch später aus dem Film erfahren, als eben aber auch der gesamte Raum um diese Insel herum. Die ist quasi wie in so einer Kuppel einfach abgesperrt, da darfst du eigentlich nicht hin. In diesem Fall wird wahrscheinlich ein bisschen Geld geflossen sein, damit das alles ermöglicht wurde. Auf jeden Fall haben es Eric und Ben geschafft, auf diese Gleitertour zu kommen. Und es passiert natürlich etwas. Irgendetwas frisst die Crew an Bord des Schiffes und das Schiff kracht gegen einen Felsen und Eric und Ben lösen sich los mit dem Gleitschirm und landen auf der Insel. Daraufhin heuern Mr. und Mrs. Kirby, Dr. Alan Grant und wie heißt der denn? Daraufhin heuern Mr. und Mrs. Kirby Dr. Alan Grant und Billy an, weil sie davon ausgehen, dass Dr. Alan Grant sie irgendwie unterstützen kann auf der Insel, weil er schon mal da gewesen ist. Aber das ist natürlich nicht richtig. Jurassic Park 3 spielt auf der gleichen Insel wie eben auch Jurassic Park 2, also auf der Isla Sorna, während Jurassic Park 1 und auch Jurassic World 1 auf der Isla Nublar spielen. Das heißt, Dr. Alan Grant war nie auf der Isla Sorna. Der hat keine Ahnung, wie die Insel aufgebaut ist. Die Kirbys entführen auf jeden Fall Dr. Alan Grant, mehr oder weniger. Sie erzählen ihm irgendwelche Lügen, dass er ganz viel Geld bekommen wird und dann fliegen sie alle auf die Insel und suchen nach Ben und nach Eric und kommen dann an diesen Gleitschirm
und merken dann, okay, Ben ist anscheinend schon tot und abgenagt und Eric ist auf jeden Fall nicht da. Die Gruppe findet dann aber so eine Kamera, also so einen Camcorder, den Eric auch am Anfang von der Szene hatte, und gucken sich dann das alles nochmal an. Und auf dieser Kamera dachte man sich schon im Kino, aha, jetzt werden wir erfahren, was da wahrscheinlich passiert ist. Das sehen wir aber eben nicht. Die Kamera wird dann eben wieder zugeklappt, man hört nur ein paar Geräusche, man sieht aber eben nicht, warum Ben Hildebrand jetzt tot sein sollte. Das liegt daran, dass wir wieder eine Szene hatten, die aber rausgeschnitten wurde. Und ich erkläre erstmal ganz kurz, warum diese Szene rausgeschnitten wurde. In dem Fall muss ich wirklich sagen, ich verstehe es, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Der Zuschauer sollte einen Schockmoment bekommen. Ich weiß, das Gleiche hatte ich auch schon mal in meinem Gespräch gehabt, von wegen, was hat denn jetzt die Bootsgruppe, die Crew an Bord des Bootes getötet? Was soll denn da aus dem Wasser rausgekommen sein und die alle umgebracht haben? Das ist aber irgendwie eine andere Nummer, weil bei dieser Bootsgeschichte ist das Ding, dass man sich irgendwie gar keinen Saurier so wirklich vorstellen kann, der das macht. Ich meine, ich habe es ja, wie gesagt, mit euch schon mal besprochen. In diesem Fall allerdings kann es alles gewesen sein und es ist vollkommen egal, was es gewesen ist. Darum geht es bei dieser Szene auch nicht. Die sollen einfach nur diesen Schock darbieten, okay? Die sind eben auf der Insel angekommen. Ben ist tot und Eric hat es aber irgendwie noch weggeschafft. Das soll dieses Unmutgefühl sein von wegen, okay, aber hat Eric überhaupt eine Chance gehabt, weit zu kommen? Die Szene hätte nämlich eigentlich wie folgt ablaufen sollen. Wir sehen ja, dass die beiden aneinander gekettet sind und sich dann Eric später auch dann von Ben loslöst, damit er eben dann vom Baum runterfällt und eben weglaufen kann. In einer Szene, die wir aber so nie gesehen haben, sollte nämlich Folgendes passieren. Und ich blende dir mal hierzu die Skriptzeichnungen auf, also eben die Skripte, die ich im Internet gefunden habe. Quelle ist unten in der Beschreibung verlinkt, die kannst du ganz gerne mal nachlesen. Und zwar geht es hierbei um den Absturz der beiden, also um den Absturz von Ben und von Eric. Den bekommen wir nämlich gar nicht mehr mit. Wir sehen nur, wie die beiden auf die Insel zufliegen mit ihrem Paraglider. Und dann gibt es erstmal einen Schnitt in die Szene rein und wir landen bei Dr. Alan Grant und Ellie Sadler. Im ursprünglichen Skript sollten wir allerdings noch sehen, wie die beiden auf der Insel landen. Und das ist schon relativ heftig beschrieben. Und zwar können wir aus dem Skript herauslesen, dass Ben Hildebrand und Eric sich durch die Bäume durchkämpfen, beziehungsweise sie preschen durch die Bäume hindurch und bleiben dann eben in den Baumgipfeln hängen. Das sehen wir ja dann auch später, als wir dann eben die Leiche von Mr. Hildebrand in den Bäumen hängen sehen. Und hier wird dann ganz klar darauf eingegangen, dass Ben wesentlich mehr Schaden mit sich genommen hat als eben Eric. Also er hat wesentlich schwerere Verletzungen als Eric mitgenommen. Wie stark seine Verletzungen sind, sollte im Laufe dieser Szene dann eben auch geklärt werden. Im Skript steht nämlich folgender Satz. There's gurgling to his voice. Also auf Deutsch, da ist ein Gurgeln in seiner Stimme. Also hier wird beschrieben, dass Ben beim Reden ein Gurgeln in der Stimme hatte und dass er scheinbar wesentlich mehr verletzt ist, als er sich anmerken lässt. Das deutet nun also darauf hin, dass Ben verletzt ist. Und jetzt ist dann eben die Frage, okay, wurde er deswegen vielleicht gefressen, weil er sich einfach nicht mehr verteidigen konnte? Konnte er nicht mehr davonlaufen? Nein. Am Ende ist er wirklich an seiner Verletzung gestorben. Das hier ist eine offizielle Auflösung. Ich habe hier nochmal den Skriptpart für euch. Wie gesagt, könnt ihr alles in der Quelle unten nachlesen. In diesem Skriptpart ist eben aufgeführt, wie die ganze Szene dargestellt werden soll. Hier oben könnt ihr ganz klar in Klammern sehen, weaker. Also was er jetzt sagt, sagt er in einem schwächeren Ton. We're going to get out of this, Paul. Also, wir kommen da schon raus, sagt er eben zu Eric. Und das mit einer immer schwächer werdenden Stimme. Kurz danach wird beschrieben, dass ihm schwarz vor Augen wird und er eben dahin scheidet. Das ist jetzt so die offizielle Begründung von dem Ganzen. Ben Hildebrand wurde nicht von einem Dinosaurier gefressen. Zumindest war das nicht seine Todesursache. Man muss sich jetzt überlegen, wie lange waren die auf der Insel gewesen? Ich meine, waren es 3 Monate? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier kann man dann natürlich mit einwerfen, ja, aber der ist ja nur noch ein Skelett und die waren ja noch nicht allzu lange auf der Insel. Ich meine, ich kenne mich jetzt wirklich nicht so gut damit aus, aber ich meine, ein Körper verwest dann doch wesentlich länger als der kurze Zeitraum, den die beiden eben auf der Insel gewesen sind. Hier gibt es jetzt wieder lediglich Fantheorien, also Fanspekulationen, was das alles gewesen sein könnte. Die einen sagen, es wären eben die Kompis, das würde dann Sinn machen, dass eben das Skelett so abgenagt ist. Die andere Theorie gefällt mir aber ein bisschen besser und macht eigentlich auch mehr Sinn. Und zwar, dass es wieder mal die Velociraptoren waren. Warum macht das mehr Sinn? Einfach aus dem einfachen Aspekt, dass wir auch die Nester der Velociraptoren in der Nähe dieses Absturzgebietes finden, wo dann eben später auch Billy dann ein Ei klaut. Ich finde, das würde einfach am meisten Sinn machen. Dazu gibt es allerdings keine offiziellen Unterlagen oder ähnliche Aussagen von Regisseuren oder Schauspielern. Wir wissen jetzt also ganz klar, Ben Hildebrand ist an seinen Verletzungen gestorben, die er eben aufgrund des Absturzes mit dem Paraglider gehabt hat.
Auch in dem Buch Jurassic Park Adventures Survivor wird das Ganze nochmal aufgegriffen. Das Buch ist zwar offiziell nicht mehr Kanon, also es gehört nicht mehr zur offiziellen Story mit dazu, aber auch hier wird die Szene eben weitergeschrieben. Und ich glaube einfach, dass man die Szene, die wir eben nicht im Film gesehen hatten, in dieses Buch gepackt hat. Hier sehen wir nämlich die ganze Geschichte aus der Sicht von Eric und es wird auch beschrieben, dass Eric noch mit Ben redet und dann aber irgendwann merkt, dass er überhaupt nicht mehr zuhört, weil er eben einfach gestorben ist. Das heißt, hier haben wir die offizielle Antwort von dem Ganzen. Ben Hildebrand ist nicht durch einen Dinosaurier umgekommen. Nein, sind dann nur durch den Absturz, nur in Anführungszeichen durch den Absturz, auf Isla Sorna. Lasst uns jetzt in den Kommentaren das Ganze aber ein bisschen weiterspinnen. Welcher Dinosaurier könnte ihn denn aber am Ende oder seinen Leichnam am Ende so zugerichtet haben, dass wir ihn eben dann so vorfinden? Würde mich mal brennend interessieren, was ihr für Theorien habt. Meine Theorie wäre eben einfach die Velociraptoren. Ich finde das ganz schlüssig. Wie gesagt, wir haben die Eier auch in der Nähe gefunden. Muss aber eben nicht zwingend sein. Schreib du mir deine Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich wünsche dir was. Bis dann. Ciao.